Larissa Marold, endlich wieder verliebt. Auf den ersten Blick. Larissa Marold, 25, hat einen neuen Freund. Die Darstellerin, Sturm der Liebe, hatte am 17. Januar dieses Jahres für Spekulationen gesorgt, als sie ein Bild auf Instagram hochlud, das nicht nur ihre Hand, sondern auch die eines Mannes zeigte. Beide Hände waren ineinander gegriffen und ließen nur einen Schluss zu: Larissa ist wieder vergeben. Dies bestätigt die schöne Blondine nun auch gegenüber der Gala, indem sie freudestrahlend verkündet: Ja, ich bin momentan verliebt. Ich bin ja aber auch nur ein Mensch irgendwie. Ich will ja auch manche Sachen teilen. Wer der Glückliche ist, behält Larissa aber vorerst noch für sich. Ihre Fans dürfen sich trotzdem für sie freuen, denn die Darstellerin war längere Zeit Single, nachdem sie sich 2016 von ihrem langjährigen Freund Whitney Sudlasmis getrennt hatte. Wie sie ihren neuen Partner kennengelernt hat, lässt Larissa ebenfalls im Dunkeln. Dabei sei sie jemand, der gerne alles auf sich zukommen lasse, wie sie bereits im Interview mit Dicke Oline erklärte: Sobald ich jemanden sehe, passt es oder es passt nicht. Entweder es funkt oder es funkt nicht. Und dann geht das alles von selbst. Rational erklären könne man das meist nicht, denn Larissa Marold verliebt sich meist Hals über Kopf. Wie sie hinzufügte: Ich glaube ja schon so ein bisschen an Liebe auf den ersten Blick. Ob es mit ihrem neuen Freund auch so passiert ist?